MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Ibra Aguero, was weiß ich nicht alles Team. Und ja, damit wollen wir jetzt nochmal ein Spielchen machen. Und nächstes Video kann ich jetzt vielleicht schon mal kurz ankündigen. Wird ein kleines Informationsvideo mit nicht den allerschönsten Informationen. Keine Angst, meine Videos fallen nicht irgendwie weg oder sonst irgendwas. Ich werde weiterhin natürlich die 3 Videos pro Tag bringen. Aber trotzdem eine kleine blöde Nachricht und ich kann euch auch sagen, ich habe 0,0 geschlafen. Und ja, egal, ich will das im nächsten Video erwähnen, deswegen will ich nicht zu viel drauf eingehen, aber es hat mich ziemlich die Nacht gekostet und ja, ist ja auch egal. Nächstes Video erfahrt ihr mehr. Wenn ihr es natürlich wissen wollt, solltet ihr das nächste Video gucken, also das Mittagsvideo um 15 Uhr. Ich hoffe mal, ich denke mal, dieses Video hier kommt nämlich nicht um 3 Uhr morgens, weil das ist nämlich auch so ein Ding. Ich nehme jetzt schon wieder relativ spät am Abend auf, weil ich es nicht früher hinbekommen habe, halt auch aus diesem Grund, den ich dann im nächsten Video nenne. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Gegner finden. Falls nicht, dann werde ich euch kurz rauskicken und werde einen Gegner suchen und dann geht's hier los. Ich bin eh mal gespannt, also ich bin wirklich komplett im Delirium, muss ich schon fast so sagen. Eventuell wird es morgen, also Freitag, auch nur 2 Videos geben. Also das heißt, dass wir jetzt hier das Gameplay machen und dann eventuell als Mittagsvideo machen wir dann vielleicht das, was heißt vielleicht, das Mittagsvideo, Infovideo kommt auf jeden Fall. Und dass dann vielleicht ausnahmsweise mal das Abendsvideo wegfällt, weil ich gehe hier echt, boah, ich bin übel fertig, also platte, weil ich müsste vielleicht mal einen Ticken pennen. Aber naja, jetzt erstmal gucken, ob der Kerl jetzt hier irgendwann mal drücken will. Anscheinend nicht, haben wir hier wieder so einen Bildschirm-Jizzer. Ja, was willst du machen? Doch, jetzt hat er auf einmal doch Bock, keine Ahnung. Hat sich schnell geändert, seine Meinung. Ja, ich drücke doch. Was ist denn das, ey? Hä? Okay, ich hoffe mal nicht, dass das Komische, was da gerade passiert ist, deswegen ist, weil es jetzt so laggen wird. So, vorne Chicharito, dann noch Carrick, Oscar, Kabay, Valencia, Young, Cole, Terry, Vermahlen, Zabaleta und Cech. Also Premier League, wie man es kennt. Er hat die gleiche Formation wie wir, nur noch defensiver, also nicht mit Mittelstürmer, sondern mit ZDM. Okay, das kann ja einen Spaß geben im Mittelfeld. Wenn beide relativ mittelfeldbelastete Formationen spielen. Eieiei. Ich hoffe mal, es wird nicht laggen, weil das kam mir eben relativ komisch vor. Mit diesem Weiterdrücken da. Weil es kam. Oh ja, ich glaube, es laggt. Aber der Gegner hat auch keinen Bock, irgendwie mal weiter zu drücken. Na, das geht jetzt. Na gut, es laggt auch ein bisschen. Oh Mann, ich hoffe, das laggt jetzt nicht. Ja, ich habe halt gedacht, weil es von. Er war zwar anfangs rot, aber es ist ja dann auf grün gegangen und ist dann auch da erst geblieben. Naja, gucken wir jetzt erstmal. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Also es sind jetzt keine riesen krassen Lecks gleich von Anfang an zu spüren. Deswegen sollte das schon irgendwie passen. Ja, schön abgefangen von Fernand. Leider kommt er dann nochmal ein bisschen mit Carrick dran. Sehr schön Ezekiel, aber der tippelt nur da hinter dem Ball her. Wenn die Leute dann wirklich mal nochmal einen Vollsprint ansetzen würden, dann würden sie auch nochmal an den Ball drankommen. Aber machen sie halt nie. So, aufpassen. Ganz genau, da wollte er nämlich gleich wieder auf Valencia durchstecken. So, Fernand, jetzt hier auf dem Lavezzi weiter. Ziehen wir erstmal ein bisschen mit dem Lavezzi. Boah, Valencia ist anscheinend auch nicht ganz langsam. Zabaleta ist eigentlich langsamer. Oh ja, da müssen wir jetzt aber die Flanke bringen, wenn der Ibra da steht. Leider kommt die in seinen Rücken und Terry klärt das Ding dann ganz easy. So. Gut, gucken wir mal, was das hier wird. Haben wir nicht. Chicharito ist vor unserem Ball. So, Ashley Young. Ja, zieht. Zieht. Und Lukas holt sich den Ball. Ja, holt er sich. Sehr stark. So, und hier schön wieder auf Lukas rausgelegt. Ziehen wir ein bisschen. Oh, ja, oh, da macht er Abseitsfalle. Aber jetzt geht er dann trotzdem durch. Mit Yaya Touré hier. Alter, der legt sich den Ball so weit vor. Ich wollte gerade den Haken machen und in der Mitte wäre der Lob frei gewesen. Ja, macht er hier ein bisschen sehr viele Faxen. Und Fernandinho läuft einfach die ganze Zeit vor den Schiedsrichter. Das kann nichts werden, mein Freund. So, Maxwell, Ezekiel, Ibra läuft oder hat sich angeboten da zu laufen, aber jetzt, Ezekiel wieder durch hier, so, Fernandinho läuft da auch mit, oh nein, Ezekiel, den muss er durchbringen, den wollte ich flach auf den Fernandinho bringen, mit der dann schöne Fackel rausholen kann,
Aber das war nicht so ganz was. Ich wollte jetzt nicht schon wieder flanken. Obwohl wir eigentlich ruhig flanken könnten, weil wir brauchen ja auch erstmal ein Tor, bevor wir hier irgendwelche Faxen machen. Und die kann man meistens ein wenig einfacher mit Flanken machen. So, Kuhn, jetzt ist... Ja, okay, ein bisschen leckt es definitiv. Aber ich meine, es ist noch spielbar. Es ist jetzt nicht wie das, keine Ahnung, vorletzte Spiel, wo es unspielbar war prinzipiell. Also diesmal geht es tatsächlich. Auch wenn man natürlich die Lecks trotzdem merkt. So, Dani Alves ist da vorne durch. Dani Alves Team of the Year Edition. Und der macht das Ding natürlich rein. Erstes Tor von Dani Alves Team of the Year. Sehr schön. So, Dalle. Dann hätten wir jetzt schon mal das erste Tor. Da, Alves schwebt auf einmal nach oben. Habt ihr das gesehen? Das kann auch nur FIFA. So, komm, pusht euch mal hier. Ja, sehr schön. Nein. Ich dachte, der läuft nämlich rein. Sah erst so aus. Aber hat er dann doch noch seine Drehung gemacht. Vom Gegner bisher nach vorne noch nichts gewesen. Bin ich auch relativ froh drüber. Wenn ich ehrlich bin. So, schön von Lavezzi gemacht. Gut mit nach hinten gearbeitet. Jetzt gucken wir mal hier. Jetzt läuft er mit allen Leuten auf mich zu. Deswegen müsste da jetzt ein bisschen was frei sein. Ja, der bringt den Ball eigentlich ganz nice, der Touré. Aber Ibra steht ein bisschen mit dem Rücken dazu. Jetzt fackelt er das Ding wieder raus. Aber der geht ins Tor aus. Und wir haben, oder? Ja. Und wir haben einen Abstoß. Ja. Alves hält sich das Kreuz. Was los? Alter Mann. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Macht er hier schön mit seinem linken Schlappen. Sehr hübsch. Auch schön durchgestartet. Hat natürlich dann auch den Pace, um das Laufduell zu gewinnen. Sehr schön. So, Kuhn. Kuhn jetzt hier vorne. Kriegen wir leider nicht ganz durch. Schade. Aber jetzt Kuhn holt sich den Ball erst wieder. Ja, okay, das hat auch ein bisschen was mit Leggen zu tun. Merkt man richtig. Weil die Leute halt ein bisschen später reagieren erst. Ah, schade. Ich dachte, da kann ich mir den Ball an Kabay vorbeilegen. Aber Touré ist natürlich ein Panzer und holt sich den Ball trotzdem wieder. Sehr geil von Lukas gemacht. Kurzer Tempostopp. Ja, gut. Das war ein Tempostopp zu viel. Ja, hol dir das Bällchen, Lukas. Schießen alles vor dir weg. Machst du schon richtig, Kollege. So, wo schmeißen wir das Ding mal hin? Na, schmeißen wir mal nach hier. Gibt keine andere Möglichkeit. Dani Alves, der alte Dribbelgott. Aber hier ist dann anscheinend Cole. Ja, und ich weiß nicht. Ja, wir haben aber wieder Einwurf. Na, hol dir das Bällchen. Kriegt er ihn zugeworfen. Jetzt hier schnell nach außen. Ja, Lukas ein bisschen rumgetribbelt. Bringen wir die Flanke rein. Da hinten steht Zlatanovic. Aber stand jetzt natürlich auch nicht in der allerbesten Position. So, Fernand. Ach, macht eigentlich gut, aber leider genau in den Mann rein. So. Zabaleta, will er wahrscheinlich hier die Linie runter, ganz genau. Und Alter, das war aber nicht gut von Maxwell. Also wenn man einen Körper vom Ball hat, dann muss man den Ball auch haben. Auch wenn Carrick natürlich jetzt auch nicht der dünnste ist. Also ich denke mal auch nicht körperschwächste. Ja, sehr schön Ibrahimovic. Hier ist jetzt die Lücke, ist auch kein Abseits. Kun Agüero, scheiße. Fuck, schlechter Abschluss von mir. Und Ibra, komm. So, sehr schön von Ibra. Ach, scheiße, der letzte Haken muss natürlich nicht sein, weil ich schon durch bin. Scheiße. Fuck. Ja, Touré hier. So ein bisschen im Längen drinne. Ah, ich dachte, der will hier laufen, der Louis. Aber hat er doch keinen Bock drauf gehabt. Haben wir trotzdem. Ja, wir haben ihn. Schönes Dribbling von Lukas hier. Der geht durch alle durch und macht jetzt das Ding nicht rein. Hat Lukas aber richtig stark gemacht. Da hat er ein paar Leute auseinandergenommen mit dem Dribbling. So, Maxwell, Fernandinho, spielen wir nochmal zurück hier. Sergio Ramos. Ah, relativ Powerplay hier. Das war schlecht. Ja, der kommt noch nicht mal an. Das war jetzt nicht so pralle, das Ding. So, hüpf. Sehr schön, Ibrahimovic, und das Ding machen wir jetzt rein. Ibrahimovic, schade. Habe ich extra für euch jetzt mal nicht finesst, sondern Vollspann geschossen natürlich. War jetzt aber auch nicht die beste Schussvorbereitung. Ich habe zwar schon mal gesagt, beim Team of the Year kann man fast ohne Schussvorbereitung schießen, aber dann aus dieser Distanz ist es dann schon ein wenig schwer. Ramos, wie immer, sehr schön rausgerückt. Und jetzt, da wird der Ibra die ganze Zeit von Oscar geblockt. Er macht das teilweise relativ gefährlich, dass er den Ball einfach zu lange hält. Ja, jetzt kriegen wir hier einen Foul gegen uns, ja. So, gucken, kurz wahrscheinlich, ne? Ja, kurz. Drückt aber jetzt nochmal Pause. Kommt mir ganz komisch vor, dass wir nur so wenig Ballbesitz haben. Wir haben zwar mehr als der Gegner, 54%, aber mir kommt das vor, als ob wir 65% hätten oder so. Naja, ist ja auch Latte.
Auf jeden Fall schon mal das erste wichtige Tor gemacht, aber wir sollten auf jeden Fall nochmal einen nachlegen. Ich meine, auch wenn er noch keine Chancen gehabt hat, geht das halt leider Gottes ganz schnell mal, dass dann eine Chance gegen dich passiert und das Ding ist dann drinne. Und dann läuft das Spiel auch schon wieder ganz anders. Aus diesem Grund sollten wir dann schon nochmal ein Ding nachlegen. Hatten ja schon ein paar Chancen dazu, wenn der Messe mal nicht so rumfällen würde. So, Kollege, ich hoffe mal, das ist jetzt nur eine Pause bei dir. Nee, anscheinend nicht. Gut, abgefangen. Ibra läuft vorne, aber da stellt sich Terry vorm Ball. Ja, jetzt gegen einen nicht spielenden Gegner. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Ich bin nicht der Kerl, der dann... Oh, Pfosten Ibra, scheiße. Der dann aufhört zu spielen, bis der Kerl wiederkommt. Ich meine, wenn man FIFA spielt, dann muss man halt die Zeit dafür haben, die paar Minuten FIFA zu spielen. Vielleicht hat er jetzt Glück und er ist in dieser Zeit wieder da, bis sein Torwart den Abstoß macht. Müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, er macht den Abstoß selber. Ja, mal gucken. Ja, ich weiß nicht. Bisher greift er noch nicht unbedingt an. Jetzt ist da vorne Fernandinho durch und der macht den wieder nicht. Alter Vater. Ja, okay, das ist aber jetzt wieder so typisch für mich, dass ich dann einfach so Dinge auch nicht mache, wenn der Gegner nicht spielt. Zweimal frei vom Tor, zweimal das Tor nicht getroffen. Naja, vielleicht haben wir dann... kein geschenktes Tor bis zur Halbzeit. Ja, ich glaube, das ist nämlich... Oder, ich weiß nicht. Nee, er ist immer noch nicht... Oder doch? Nee, er ist immer noch nicht wieder da. Kam mir so vor, weil der Abschlag schräg war. Jetzt Ibrahimovic durchgeschickt, wieder mal. Ibra, Finesse, jetzt macht er noch rein. Sehr schön, gut. Haben wir doch ein Tor geschenkt bekommen. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist. Wie schon gesagt, wenn man FIFA spielt, dann sollte man die Zeit dafür haben. Und wenn man dann trotzdem, ja, irgendwie leider weg muss, dann ist man halt auch selber schuld. Wenn der Gegner dann weiterspielt. Also wie gesagt, ich bin da nicht so drauf und warte dann auf den Gegner. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. So, ja, Gegner spielt überhaupt nicht. Ich hoffe mal, dass er vielleicht im zweiten Durchgang mal wiederkommt. Aber ich habe irgendwie nicht mehr so ganz die Hoffnung. Vielleicht muss er auch immer ordentlich kacken gehen. Und der Druck war halt einfach zu groß. Ich weiß es nicht. Naja, versuchen wir mal irgendwelche Longshots hier mit Ibrahimovic. Das war jetzt aber nicht so der Hammer. Haben wir jetzt Halbzeit? Ich glaube schon, oder? Oh, ich habe mir auf die Lippe gebissen. Hm. Naja, ich glaube, wir haben jetzt Halbzeit, oder? Hopp, push dich. Ja, geht nicht, wenn er nicht drückt. Nee, immer noch keine Halbzeit. Schade. Och, Kollege, bitte. Jetzt komm doch mal wieder. Achso, ich habe ja Casillas. Ich habe mich eben schon gewundert, ob er Casillas hat. Aber er hat ja Tschech natürlich. Och, Kollege, ey, wie ich... Oh, das hasse ich noch mehr als Quitter, Mann. Wenn die Leute quitten, okay. Ist ja alles in Ordnung, aber wenn die Leute dann irgendwie hier so rumpimmeln, das geht mir mächtig auf den Sack. Weil das zieht das Spiel natürlich noch einiges länger. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht aufs Tor gehen, sondern wenn ich den Ball jetzt habe, sondern, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas, das erstmal Halbzeit ist und mit da die Zeit schon mal wieder ein bisschen durchläuft. So, ja komm, spiel mal zurück. Scheiße, ich krieg's nicht hin. Oder ist er jetzt wieder da? Nee, immer noch nicht. Ach man, was soll denn das? Das frage ich mich immer wieder. Das hat doch keinen Sinn. Ball durchlassen, Louis. Pfeift doch mal das Ding jetzt hier ab. Endlich. So, Halbzeit. Ja gut, wir haben jetzt hier schon 13 Minuten um. Ich habe, glaube ich, keinen Cut gemacht zu Anfang. Das ist natürlich eigentlich schon relativ lange für die erste Halbzeit. Liegt natürlich auch ein wenig am Gegner, weil der meint jetzt einfach abhauen zu müssen. Macht natürlich Spaß. Ach Mann. Ja, ich überlege jetzt gerade, was ich mache. Weil ich glaube, ihr wollt euch, ich habe jetzt nicht unbedingt eine Geschichte auf Lager. Ich glaube, ihr wollt euch jetzt nicht unbedingt ansehen, wie ich eine ganze Halbzeit lang gegen den Gegner spiele, der nicht spielt. Das ist ein bisschen Schwachsinn. Hm, was machen wir denn da mal? Ich überlege gerade, ob ich vielleicht schon was vom nächsten Thema... Nee, ich will das erst alles im Mittagsvideo zusammenpacken. Ich will das nicht aufsplitten. Über was könnten wir denn noch reden? Hm... Ich habe nämlich gestern auch schon ein Infovideo gemacht gehabt. Deswegen sind mir eigentlich die Themen aus. Über was könnte man reden? Irgendwas Privates? Hm. Ich weiß es nicht. Boah, es tut mir echt leid, Mann. Ich bin ja eigentlich nie sprachlos, aber so eine Situation, erstmal passiert sie so gut wie nie. Und der spielt immer noch nicht, der Spacken, Alter. Boah, wie der mich abfuckt. Der, pff. Ich könnte richtig böse Worte dafür finden. Das fuckt mich einfach nur echt komplett ab. Ich weiß auch nicht, warum die Leute sowas machen, aber naja, ist halt so. Ja, wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Scheiße, Mann. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen über Let's Skill reden?
Das wäre das Einzige, was mir vielleicht noch so ein bisschen in den Kopf käme, dass wir da vielleicht mal ganz kurz ein bisschen drüber reden könnten, weil das soll ja jetzt auch bald starten. Ich habe da sogar noch ein bisschen was Neues im Kopf. Also, es soll ja bei der Let's Skill so ein bisschen darum gehen, dass ich lerne zu skillen. Logisch, ne? Und ich meine, manche Skills kann ich ja schon ausführen, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Trotzdem wollen wir von Anfang an anfangen. Das heißt, wir wollen wirklich alle möglichen Skills mitnehmen, weil ich meine, es gibt ja auch etwas größere Skill-Kombis, will ich das mal nennen, die aber auch kleine Tricks mit drin haben. Zum Beispiel ein Roulette. Ich meine, ein Roulette ist jetzt nicht schwer, aber den kann man zum Beispiel in einer etwas größeren Skill-Kombi natürlich auch mal einsetzen. Deswegen wollen wir die natürlich auch lernen. Und vor allem, es geht nicht nur darum, dass ich die lerne, sondern ich will das so ein bisschen so rüberbringen mit anderen, die auch nicht skillen können, das auch so ein wenig lernen können. Und ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Allerdings will ich natürlich die Community mit einbeziehen. Wie wir das genau machen wollen, das will ich euch jetzt damit so ein bisschen fragen. Also ihr solltet mir für jede Episode so Challenges geben. Aber das Problem ist nur, wie machen wir das? Wenn ich die Challenge nicht, ja, schaffe, was ist dann? Ist dann die gleiche Challenge nochmal und nochmal und nochmal? Oder soll ich die Challenge so lange machen, sozusagen privat, bis ich sie geschafft habe? Das ist allerdings auch wieder ein bisschen scheiße. Weil da muss ich vielleicht bei manchen Challenges 20 Videos aufnehmen, bis mal die Challenge durch ist. Und ja, dafür ist dann leider auch nicht die Zeit. Deswegen ist es... Was ist das jetzt eigentlich? Faul oder was? Ist klar. Deswegen ist das halt auch so ein Punkt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wie wir das genau regeln wollen. Ach, meine Güte. Ich weiß es nicht. Macht ihr mal so ein paar Vorschläge. Weil ich will das jetzt nicht wieder so blindlings anfangen. Das heißt, wie könnt ihr mir Challenges geben und wie soll ich die dann umsetzen? Und ich bin mir unsicher. Es kann natürlich auch sowas sein mit Longshots etc. pp. Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, lasst zwei Gegner mit irgendwelchen Skill-Moves aussteigen. Könntet ihr zum Beispiel dann auch noch dazu schreiben. Und macht danach einen Longshot aus mindestens 30 Metern. Nur als Beispiel. Das Ding ist nur, man kann sich seine Gegner ja nicht aussuchen. Das ist halt auch so ein riesengroßes Problem. Ich meine, wenn man sich die Gegner immer so aussuchen könnte, dass man wirklich nur gegen richtig schlechte Leute spielt, dann ist das nicht so das ganz große Problem. Aber wenn man gegen Leute spielt, die zum Beispiel auch viel pressen, wo meiner Meinung nach Skillen relativ schwer ist, ist es dann natürlich schwer, mal eine Kombi da zu starten. Vor allem, wenn man sowieso nicht unbedingt der Skiller ist, wie ich jetzt. Und dann ist es halt scheiße, wenn ich echt erst immer 5-6 Videos aufnehmen muss, bis mal irgend sowas ordentliches durchgeht. Also, wie machen wir es genau? Das müsst ihr mir echt mal so ein bisschen sagen, weil ich weiß es nicht. Also die Leute, die die Serie gerne sehen wollen, die müssen ja so ein bisschen was im Kopf haben, was sie sich wünschen würden. Also ich meine, es gibt ja einige, die freuen sich schon ein bisschen länger drauf. Ich kriege auch des Öfteren Facebook-Nachrichten. Aber diese Leute, die müssen sich auch irgendwas drunter vorstellen, sonst würden sie sich natürlich auch nicht drauf freuen. Ich glaube, ich habe das so vorgestellt, dass ich gesagt habe, wir machen jeden Skill-Move, also das heißt, jede Episode einen Skill-Move lernen sozusagen. Das heißt, am Anfang würde das auch mal mit sowas wie Chop etc. pp. Anfangen. Und ja, solche Dinge halt. Und da würde ich dann halt immer meistens am Anfang der Episode in der Arena erklären, welcher Skill-Move das jetzt nun war. Beziehungsweise wie man ihn ausführt. Und danach dann im Spiel halt einsetzen. Spielt der Gegner jetzt wieder? Ich glaube schon. Ich glaube, der Gegner spielt wieder. Ja, sieht mir stark danach aus. Ja, Gegner spielt wieder. Okay, aber jetzt, um das Thema nochmal ganz kurz zu Ende zu bringen. Es sieht halt so aus, dass... Ja, ich hatte vor, das erstmal vorher in der Arena zu zeigen, wie der Skill-Move geht. Und danach ein Gameplay zu machen, indem ich diesen Skill-Move anwende. Weil so kann man halt, wie gesagt, am Anfang lernen, so ein bisschen in Tutorial-Form, wie der überhaupt geht. Und dann könnte man, ja, Spots finden, wo sich diese Skill-Moves auch lohnen. Ich meine, die müssen sich natürlich auch lohnen. Man kann natürlich jeden Skill-Move überall machen, aber ob sich das lohnt, ist wieder eine andere Frage. Und ja, so hatte ich das erst geplant, aber dann ist ja irgendwie ein bisschen wenig mit euren Community-Aufgaben. Oder wir würden das natürlich kombinieren, das geht bestimmt auch irgendwie. Aber da brauche ich dann eure Hilfe, was ihr euch da so drunter vorstellt. Und das schreibt ihr bitte mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt werden wir dann doch nochmal die letzten Minuten hier aufs Spiel achten, weil das wäre natürlich der blanke Hohn, wenn der Gegner hier irgendwie noch 2 Tore macht, irgendwie lucky. Und wir dann irgendwie noch in die Verlängerung müssen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Deswegen jetzt nochmal hier ein bisschen spielen. Ball durchlassen, Ibra. Yep, Ibrahimovic, Push-Taste. Und jetzt einen schönen Longshot, weil er ein Torwart draußen hat. Aber der war jetzt nicht so schön. Hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen aufladen müssen. Naja, ist egal.
Zlatan. So, machen wir halt ein Eckballtor. Ich sehe es schon. Ich denke mal, Ramos wird machen. Ja, da ist er. Oh, ein bisschen zu nah am Torwart. Da ist jetzt Kun Agüero. Ja, komm, greif mich an. Hat er keinen Bock drauf, okay. So. Ja, Kun, sehr schön. Ah, komm, zieh in die Mitte. Ah, da hat es wieder ein bisschen geleckt. Und er hat den Mann festgehalten. Deswegen kam er dann leider noch dran. Oh, Dani Alves. Ein bisschen sehr aggressiv, aber müssen wir eigentlich haben hier. Den Kabay. Touré auch nicht der Langsamste. So, Dani Alves läuft hier durch. Schade. Da wäre ich jetzt mit Dani Alves ein bisschen über die Seite gelaufen. Dann wären wir vielleicht ein bisschen reingezogen. Los, werf auch erstmal auf Touré. So, jetzt wieder auf Dani Alves. Jetzt hat er anscheinend keinen Bock mehr. Ja. Na. 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 Komm. Ich bin echt sowas von verpeilt. Man merkt mir an, dass ich, keine Ahnung, wie viele Stunden, 30 Stunden oder sowas nicht geschlafen habe. Ich bin wirklich ziemlich komatös. Aber naja. Komm, ab Samstag wird es auf jeden Fall wieder mit einem ausgeschlafenen Messef losgehen. Obwohl, ab Samstag? Ja doch, ab Samstag müsste es wieder mit Ausgeschlafenem losgehen, weil ich werde jetzt natürlich dann auch bald pennen. Sobald ich dann das Infovideo aufgenommen habe, dann werde ich mich wahrscheinlich langsam mal pennen legen. Und dann vielleicht auch mal ein bisschen länger ausschlafen. So, Ashley Cole ist wieder hier am Start. Spielt er jetzt wieder? Ja. Irgendwie, ich komme mir manchmal so vor, als ob er nicht spielt, weil er irgendwie wie so ein Roboter spielt. Das heißt, wie die CPU eigentlich. Also nicht ganz so pralle. Man muss wirklich sagen, also der Gegner ist hier definitiv kein guter. Er spielt relativ schlecht nach vorne. Nach hinten könnte man sogar sagen, dass er da gar nicht so schlecht ist. Also er macht da jetzt, na gut, also der Hammer ist jetzt auch nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass wir so wenig Tore gemacht haben in der ersten Hälfte, weil ich mal wieder ziemlich gefailt habe vorne. Also hinten ist er jetzt, er ist einfach nicht so sonderlich pralle. Das muss man einfach so sagen. Bringt jetzt auch nichts ihm. Unnötige Komplimente zu machen. So, schade, Ibra wieder ein bisschen Ball durchgelassen. Ach, wir haben schon 90. Echt? Okay. Gut. Ja, zwei Tore werden wir uns jetzt nicht mehr fangen. So, jetzt hier nochmal rausgespielt. Nochmal rübergespielt. Will aber nicht mehr rüberbringen. Ibra pusht nochmal. Und jetzt ist das Spiel zu Ende. Gut. Das war ein komplett unansehnliches Spiel. Aber es tut mir leid, ey. Bitte nehmt mir dieses Gameplay jetzt nicht so übel. Weil ich bin wirklich einfach nur durch. Und ihr habt das auch gemerkt. Sonst finde ich einfach immer schnell Themen. Kann gut darüber labern. Aber heute war ich einfach nur komplett verpeilt. Und ja, das tut mir wirklich leid. Aber das liegt halt echt ein bisschen daran, dass ich überhaupt nicht gepennt habe. Und halt an der Sache, die da so alles passiert ist. Wie gesagt, das erzähle ich euch im nächsten Video. Nämlich im Mittagsvideo. Und ja, deswegen schaltet dort ein. Und dann findet ihr diese Infos. Es sind jetzt nicht unbedingt positive Infos, das will ich auch vorweg sagen. Nicht, dass ihr denkt, da ist dann irgendwie ein dickes Gewinnspiel oder sonst irgendwas. Also es sind eher ein bisschen negativere Infos. Aber naja, bevor ich euch jetzt hier tot quassel, würde ich sagen, sind wir hier durch. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.